Allgute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 163 Vergebene Liebesmüh Zweiter Teil. Die Dame am Schalter schien genervt, antwortete jedoch ganz ruhig und langsam. Wie ich es Ihnen schon mehrmals mitgeteilt habe, Mr. Weasley, ist die Öffentlichkeit von der Verhandlung Mr. Malfoys ausgeschlossen. Ron wollte gerade etwas sagen, da schnitt sie ihm das Wort ab. Und ja, ich weiß sehr wohl, dass Sie einer der Söhne des Ministers sind, doch das ändert nichts an der Tatsache, dass es keine Zuschauer geben wird und ich bitte Sie ganz höflich. Sie atmete tief durch. Nicht noch einmal zu kommen und zu fragen, denn es wird sich daran nichts ändern. Das ist nicht fair. Nörgelt Ron, der sich schon so auf die Verhandlung gefreut hatte. Werde ich nicht einmal als Zeuge gebraucht? Wenn, dann würde mir darüber gar keine Information vorliegen. Guten Tag, Mr. Weasley. Sie blickte an ihm vorbei. Der Nächste, bitte. Ein rundlicher Mann drängte sich nach vorn, sodass Ron den Schalter verließ und kopfhängend durch die Vorhalle des Ministeriums schlenderte. Er hätte dem alten Malfoy am Montag zu gern dabei zugesehen, wie der nervös auf seinem Stuhl hin und her rutschte, während man ihm seine Schandtaten vorlas, doch offensichtlich wurde nichts daraus. So machte sich Ron auf den Weg zu seinem nächsten Ziel, Malfoy Manor. Durch einen der Kamine im Ministerium fragte er zunächst nach, ob er vorbeikommen dürfte. Das wird nicht möglich sein, Mr. Weasley, sagte Draco formell. Hatten wir uns nicht schon geduzt? Ron hatte irritiert geklungen, denn er erinnerte sich noch sehr gut an die Hochzeitsfeier. Nicht, dass ich wüsste, aber wie es aussieht, ist der Punkt erledigt. Also, Ron, was willst du? Warum darf ich nicht kurz bei dir vorbeischauen? Ich kann nicht lange sprechen. Hinter mir warten noch andere darauf, den Kamin benutzen zu dürfen. Etwas Beeilung, wenn ich bitten darf, hörte Draco jemanden hinter Ron rufen. Du darfst nicht kommen, weil das Haus für nächste Woche wegen des Mutter-Kind-Schutzes nur für enge Familienangehörige zugänglich ist, erklärte Draco gewissenhaft. Nickend, weil er sich die Situation mit Ginny ins Gedächtnis rief, die Harry nicht hatte besuchen dürfen, bot er an. Die drei Besen? Treffen wir uns dort in einer Viertelstunde? Kannst du mir nicht einfach sagen, was du von mir willst? Geht es da vorne nicht etwas schneller? Drängelte einer aus der Schlange hinter Ron, der sich daraufhin umdrehte. Bei Merlin, nehmen Sie sich doch einen anderen Kamin, wenn es Ihnen zu lange dauert. Ich habe das hier gleich geklärt. Der Mann und auch Ron schauten den Gang hinunter, in welchem sich die ganzen Kamine befanden, und die Schlangen waren dort noch länger. Also, Draco, die drei Besen in einer Viertelstunde? Abrupt beendete Ron die Verbindung, sodass Draco gar nicht mehr antworten konnte. Gleich im Anschluss nahm er erneut eine Handvoll Flupulver, um so schnell wie nur möglich nach Hogsmeade zu gelangen. Er purzelte aus dem Kamin des Hinterzimmers, in welchem Ross Merter einen Zugang für Gäste eingerichtet hatte. Wegen des Geräuschs kam die Wirtin ins Hinterzimmer, bevor sie den neuen Gast erkannte und freundlich grüßte. »Hallo Ron!« Lange nicht mehr gesehen? Komm doch nach vorn in die gute Stube. Mit roten Wangen, denn für Ross Merter hatte er, wie in alten Tagen, noch immer eine Schwäche, kam er ihrer Aufforderung nach. Sie platzierte ihn an einem gemütlichen Tisch an der Wand und sagte, bevor er den Mund öffnen konnte, »Lass mich raten, Butterbier?« »Ja, genau. Dass Sie das noch immer wissen?« »So lange ist es nun auch wieder nicht her«, schäkerte sie lächelnd, bevor sie ihn allein ließ. Als Harry den Orden des Phönix übernommen
und mit der DA vereint hatte, da traf man sich gelegentlich mit einem Verbündeten in einem Zimmer von Rosmerta. Einige Menschen hatten damals die Todesser finanziell unterstützt, sich jedoch im gleichen Atemzug hilfesuchend an Harry gewandt. Es war pure Angst gewesen, weshalb die Hexen und Zauberer schon beim ersten Besuch der Todesser zugesagt hatten, den dunklen Lord mit all ihrem Hab und Gut zu unterstützen. Doch im Herzen waren sie gute Menschen, die um ihr Leben fürchten mussten. Die Zeitungen waren voll gewesen mit Artikeln über Familien, die ausgelöscht worden waren, weil sie sich Voldemorts Halunken nicht hatten beugen wollen. Wenig später traf Draco ein, den Ron zu sich heranlenkte. »Dein Hof hat mich wirklich überrascht«, sagte Draco, während er sich zu Ron an den Tisch setzte. Allein hatten die beiden jungen Männer sich noch nie getroffen. »Tut mir leid, aber da mich die Zwillinge im Stich lassen, zumindest einer von ihnen, suche ich jemand anderen für meine Pläne?« Die Frage konnte man an Dracos Miene ablesen, doch nichtsdestotrotz stellte er diese. »Was denn für Pläne, bitteschön?« »Willst du ein Butterbier?« Ron hob bereits seinen eigenen Krug und deutete auf ihn, während er Rosmerta anschaute, die sofort verstand und ein weiteres Butterbier zapfte. »Es geht um eine Überraschung für Harry, und eigentlich waren Fred und George eingeplant, aber die meinten neulich, dass einer von ihnen im Laden bleiben muss.« Verständnislos schüttelte Draco den Kopf, bevor er sagte: »Könntest du bitte von vorne anfangen? Ich kann deinen Gedankengängen leider nicht ganz folgen.« »Du weißt aber, was eine Überraschung ist, oder?« scherzte Ron, der nach Dracos bösen Blick sofort ernsthaft erklärte. »Die Überraschung für Harry ist ein Quidditch-Spiel, das wir auf dem Spielfeld von Hogwarts austragen möchten, und zwar Anfang März. Um genau zu sein, am 6. Dumbledore hat schon zugesagt.« »Schöne Überraschung. Aber was habe ich dabei verloren?« »Ich brauche noch einen Treiber. Fred oder George steht noch nicht ganz fest. Jedenfalls wird einer von beiden Treiber und einer fehlt noch.« »Wie kommst du auf mich?« fragte Draco verdutzt. »Du hast in der Schule damals auch gespielt.« Er haderte mit sich. »Und gar nicht mal so schlecht.« »Ich war Sucher, niemals Treiber«, stellte Draco klar, um sich herauszuwinden, doch Ron hielt dagegen. »Du kannst dich aber bestens auf dem Besen halten und beim Training habe ich gesehen, dass du mit den Schlägern genauso hervorragend umgehen kannst. Deswegen.« Rosmerta brachte gerade das Butterbier an den Tisch, welches der Blonde nachdenklich zu sich heranzog, doch er trank nicht. Eine Absage wollte er noch nicht erteilen. Stattdessen fragte Draco: »Wie soll das ablaufen, das Spiel? Gegen wen spielen wir?« »Wir spielen gegen Eintracht Pfützensee, beziehungsweise sind Angelina und ich sowie Oliver im Hogwarts-Team. Wir drei werden in Eintracht Pfützensee also ersetzt.« »Oliver?« Ron blickte Draco an, als würde der nicht nur eine lange Leitung haben, sondern auch noch auf ihr stehen. Doch er half ihm auf die Sprünge. »Na, Oliver Wood kennst du doch sicher noch.« »Natürlich«, stimmte Draco zu. »Aber er war früher doch immer Hüter.« »Den Job habe ich übernommen«, sagte Ron stolz. »Oliver, Ginny und Angelina sind die drei Jäger. Ich der Hüter, du und einer der Zwillinge die Treiber und Harry.« »Der Sucher, was sonst?« sagte Draco mit einem Schmunzeln auf den Lippen. »Und Harry weiß nichts von seinem Glück?« »Nein, und du wirst ihm bitte auch nichts davon erzählen«, sagte Ron ein wenig drohend. »Wäre ja sonst keine Überraschung mehr.« »Eben. Ginny muss Harry noch dazu bringen, demnächst mit dem Training anzufangen. Zumindest ein bisschen. Dann ist das lange nicht mehr auf einem Besen.« »Ich auch nicht«, warf Draco ein. »Na bestens, dann trainierst du gleich mit.« »Fällt auch gar nicht auf«, gab Draco zu bedenken. Rons Stirn schlug Falten. »Bist du denn nicht im Slytherin-Team?« »Slytherin hat zu wenig Schüler. Da bekommen wir kein Team zusammen«, erklärte Draco dem Rothaarigen. »Das gibt's nicht.« Über diese Aussage war Ron sehr verwundert. »Slytherin hat kein Quidditch-Team?« »Ich sagte doch schon, warum das nicht geht.« »Ich kann es aber nicht glauben. Da muss es doch eine Lösung für geben.
Wie viele Schüler hat Slytherin überhaupt? Wollte Ron wissen. Wir sind mit mir zusammen genau 20, davon 5 Erstklässler. Und unter den 15 Schülern, die nicht mehr in der ersten Klasse sind, wollen sich keine 7 für ein Quidditch-Team finden? Draco schüttelte den Kopf. Krass. Betitelte Ron diese Misere. Kann man da nichts anderes tun? Was denn, bitteschön? Sollen wir an der Tür der anderen Häuser klopfen und die in unser Team aufnehmen? Die vom eigenen Haus abgelehnt wurden, weil sie zu schlecht waren? Sagte Draco mit sarkastischem Unterton. Ron zog unschuldig beide Augenbrauen in die Höhe und antwortete lässig. Warum nicht? Weil das keine Slytherin-Mannschaft wäre, sondern ein kunterbunt gemischte. Die für das Haus Slytherin spielt, stellte Ron klar. Ich verstehe deine Einwände nicht ganz, Draco. Es steht nirgends geschrieben, dass die Spieler aus dem Haus stammen müssen, für das sie spielen. In Gedanken ging Draco die Situation durch und er nahm sich vor, in dem Buch Geschichte Hogwarts nachzulesen oder, was wahrscheinlich einfacher wäre, einfach Hermine zu fragen, die zwar Quidditch nicht sonderlich zu mögen schien, den Wälzer jedoch auswendig kennen sollte. Hey, träumst du? Hörte er Ron fragen. Nachdem er aufgeblickt hatte, fragte Ron offenbar zum wiederholten Male. Bist du nun mit dabei? Ich wüsste nicht, welchen ehemaligen Hogwarts-Schüler ich sonst fragen sollte. Ich bin kein ehemaliger Schüler, stellte Draco richtig. Nein, bist du nicht, aber du hast unser Alter, hast früher schon im Team. Ich sehe da kein Problem und Dumbledore auch nicht. Also? Sich einen Ruck gebend, stimmte Draco zu. Abgemacht. Cool, danke, sagte Ron lächelnd, bevor er seinen Krug hob und mit Draco anstieß. Die beiden unterhielten sich nach Dracos Zusage noch eine Weile, während sie ihre Butterbiere tranken. Es stellte sich heraus, dass Ron einer der 12 Hochzeitsgäste gewesen war, mit denen er Brüderschaft getrunken hatte. Der gemeinsame Nenner Quidditch brachte unerwartet allerhand Gesprächsstoff. Du hattest erzählt, begann Draco, dass euer Sponsor abgesprungen ist. Ron nickte, denn darüber hatten sie sich während der Hochzeitsfeier lang und breit unterhalten. Was macht ein Sponsor so? Ron stutzte einen Augenblick, erzählte aber gewissenhaft. Er gibt hier und da ein paar Galeonen für das Team aus, was sonst? Außerdem kann er dafür kostenlos Werbung mit uns machen. Wir nehmen aber nicht jeden. Das Angebot vom Tagespropheten haben wir dankend ausgeschlagen. Mit einem großen Schluck Butterbier schien Ron noch im Nachhinein auf diese Entscheidung zu trinken, doch Draco war nachdenklich geworden. Inwiefern Werbung machen? Wollte er wissen. Wir hatten einmal die Firma Nimbus Rennwesen als Sponsor, aber die sind abgesprungen, weil sie mit Victor Krum an ihrer Seite einen der besten Werbeträger überhaupt bekommen haben. Da brauchen sie nicht noch Eintracht Pfützensee. Krum ist da als Berater angestellt, aber wenn du mich fragst, ist der Dank Harry zu deren Aushängeschild geworden. Er muss nur ein wenig rumlaufen, einen Nimbus in der Hand halten und wird dafür schon bezahlt. Dank Harry? Fragte Draco nach. Devlin Whitehorn, der Firmengründer von Nimbus, ist eines Tages an Harry herangetreten und hat ihm ein Ohr abgekaut, um ihn für sein Unternehmen zu gewinnen. Harry hat daraufhin den Spieß umgedreht und Whitehorn bearbeitet. Der wollte danach nicht mehr Harry haben, dafür aber Crumb und es hat geklappt. Harry ist clever. Nickend stimmte Ron zu. Ich glaube sogar, es hat ihm Spaß gemacht. Beide hatten gleichzeitig den letzten Schluck genommen. Ron wollte sich gerade verabschieden, da hielt Draco ihn auf und wollte etwas wissen, was Ron hellhörig werden ließ. Was, wenn jemand Sponsor werden möchte, dessen Vergangenheit nicht ganz vorzeigbar ist? Verlegen schaute Draco ihm in die Augen, danach auf seinen leeren Krug, während er auf eine Antwort wartete. Das Team entscheidet darüber. Ron konnte sehen, wie ein kleiner Hoffnungsschimmer in seinem Gegenüber zu erlöschen drohte. Da fügte er noch schnell hinzu. Aber wenn jemand aus dem Team ein gutes Wort einlegen würde, wäre das kaum ein Problem. Diese kleine Andeutung genügte, um seinen ehemaligen Mitschüler wieder zuversichtlich zu stimmen.
Doch Ron konnte sich nicht zusammenreimen, auf was Draco mit dieser Frage hinaus wollte. Weniger zuversichtlich war Sirius, der gelangweilt zu Hause darauf wartete, dass Anne von der Arbeit kommen würde. Er hatte etwas zu essen gemacht, musste aber feststellen, dass er viel zu früh mit der Zubereitung begonnen hatte. Zum Glück gab es Wärmezauber, die eine Mahlzeit nicht auskühlen ließen. Ihr neues Haus in Thamesmead West lag nahe der Themse. Sirius hatte darauf bestanden, einen Ort zu finden, dessen Bevölkerungsdichte sehr gering war. Das dazugehörige Grundstück war groß und sorgte für eine angenehme Isolation, denn im Hinterkopf hat Sirius behalten, dass gewisse Leute weiterhin einen Groll gegen ihn hegten. Rodolphus und Sebastian waren laut Kingsley noch immer auf freiem Fuß. Ähnlich wie Hogwarts hatte Sirius prophylaktisch einige Muggelabwehrzauber auf das Haus gelegt, worüber Anne sich beschwert hatte, denn der Postbote brachte seitdem keine Briefe mehr. Wie sie denn Freunde mit nach Hause bringen könnte, hatte sie einmal gefragt. Seufzend erinnerte sich Sirius an ihre Einwände, weswegen er sich nach dem Einzug hatte umstimmen lassen, zumindest den Briefträger von der Muggelabwehr auszunehmen. Das Leben in der Muggelwelt war eine große Umgewöhnung für Sirius, auch wenn sie ihm einigermaßen vertraut war. Wenn sie unterwegs waren, musste er ständig darauf achten, nicht seinen Zauberstab zu ziehen. Wenigstens hatten sie einen Kamin, der ans Flohnetzwerk angeschlossen war. Doch ihm fiel niemand ein, den er kontaktieren könnte. Früher, erinnerte sich Sirius seufzend, da hatte er viele Freunde, viele Menschen um sich herum, die ihn bewunderten. Sich ein Glas Weißwein genehmigend, reflektierte Sirius sein derzeitiges Dasein. Die vielen Menschen um ihn herum waren Annes Freunde, vielleicht auch irgendwann mal seine. Außer Remus und Harry hatte er niemanden, den er Tag und Nacht ungestraft anflohen konnte, und das tat er nur sehr selten, damit man ihn nicht für einsam hielt. Arthur konnte er nicht einfach kontaktieren, um zu fragen, ob sie noch zusammen einen heben gehen wollen. Der Minister hätte für sowas keine Zeit. Seine Cousine Andromeda war stets sein Liebling gewesen, doch der Kumpel von damals war sie lange nicht mehr. Narzissa hingegen war für ihn ein Buch mit 7 Siegeln, welches er aus freien Stücken noch immer nicht zu öffnen wagte. Das Geräusch eines im Schloss drehenden Schlüssels kündigte Anne an, weswegen er sein Weinglas abstellte und zum Flur laufen wollte, um sie zu begrüßen. An der Tür blieb er jedoch stehen und rief sich ins Gedächtnis, dass sie neulich einen Scherz gemacht hatte, der nicht böse gemeint war, ihn aber wie aus heiterem Himmel getroffen hatte. Sie hatte gesagt, er wäre wie ein Hund, der zur Tür gelaufen käme, um das Frauchen zu begrüßen. So ging er zurück zu seinem Sessel, während er hören konnte, dass Anne bereits eingetreten war. Die nacheinander folgenden Geräusche waren ihm vertraut. Der Schlüsselbund, den sie auf die Kommode ablegte, das Reiben von Stoff, als sie ihren Mantel auszog, das klackende Geräusch der Schuhe, die sie von den Füßen strich. Auf Nylonstrümpfen betrat sie das Wohnzimmer. »Du bist ja doch da!« Sie freute sich, was er an dem Klang ihrer Stimme hören konnte. »Ich dachte schon, du wärst weggegangen.« »Wohin sollte ich denn gehen?« Sein Weinglas wurde für ihn wieder interessant, und so nahm er es vom Tisch, um daran zu nippen. »Zu deinen Freunden?« erwiderte sie irritiert. Sie schien zu lächeln, was er hören konnte, aber nicht sehen konnte, als sie schäkerte. »Ich bin es gewohnt, dass du mich im Flur begrüßt.« Mit einer so eisigen Stimme, die er selbst bereute, schlug er vor. »Dann solltest du dir besser einen Hund kaufen. Ich bin mir sicher, dass er dir diesen Wunsch erfüllen würde.« Er brauchte gar nicht über die Schulter zu sehen, denn er wusste nur zu gut, dass sie wie versteinert hinter ihm stehen musste und seine Worte zu verdauen versuchte. Mit warmer Stimme stellte sie ihm die Frage. »Warum bist du so?« »Wie bin ich denn?« fragte er kraftlos zurück,
was ihr vor Augen hielt, dass er keine Lust auf eine Unterhaltung hatte. Du bist traurig und du bist gelangweilt. Es war kein Vorwurf, nur ihre Meinung. Mit einer Äußerung hielt er sich zurück und so lauschte er ihren weichen Schritten, bis er ihr Gesicht plötzlich sehen konnte, denn sie hatte sich niedergekniet. Was möchtest du? Dass ich Mr. Hatter meine Kündigung auf den Tisch lege? Bevor ihm ein passendes Argument einfiel, fügte sie noch hinzu. Damit wir beide 24 Stunden wie Kletten zusammen verbringen können? Was meinst du, wie lange wir brauchen, bis wir uns nicht mehr ertragen können? Wir würden sicherlich so enden wie meine Eltern. Geschieden. Sie musste gar nicht erwähnen, dass ihre Eltern sich nicht mehr sehen wollten, weswegen auch nur ihre Mutter zur Hochzeit gekommen war. Ich will das nicht, aber ich weiß nicht, was ich sonst tun kann, damit du unsere Ehe nicht bereust. Ich bereue sie doch gar nicht, winselte Sirius beschämt. Langsam nahm sie auf einer der breiten Armlehnen des Sessels Platz, um kurz darauf, wie in Zeitlupe, auf seinen Schoß zu rutschen, weswegen seine Mundwinkel nach oben schossen. Da ist es ja wieder, jubelte Anne und legte ihre Arme um seinen Hals. Was? Das freche Grinsen, flachste sie gut gelaunt. Ich habe es so vermisst. Ein Kuss auf seinen Mund sollte ihre Worte unterstreichen. Ich grinse nicht, nörgelte er scherzhaft. Schon gar nicht frech. Sie spielte mit seinen langen, schwarzen Haaren, legte den Kopf schräg und teilte Sirius mit. Mr. Hatter hat mir am Montag freigegeben, weil ich gestern und heute so lange gearbeitet habe. Ach ja, fiel ihr ein. Du hast mir noch gar nicht erzählt, wie dein Abend mit Remus war. Mit Mooney, verbesserte er. Mit wem? So haben wir ihn schon früher genannt, wenn er mit seinem haarigen Problem zu kämpfen hatte. Ach so, und wie war es nun gewesen? Sie klang sehr neugierig. Es war... Sirius atmete tief durch. Befreiend, ja, das ist das richtige Wort dafür. Sie gab ihm erneut einen Kuss auf die Lippen. Also, was wollen wir am Montag machen? Fragte sie enthusiastisch, während sie ihre Hände in seinen Haaren vergrub. Lass uns darüber beim Essen nachdenken. Nein, du hast doch nicht etwa gekocht? Ihre Nase bewegte sich wie die eines Kaninchens. Ich rieche gar nichts. Zauberei schon vergessen, es ist wärmeisoliert. Kann man es auch essen? Dieser Scherz bescherte ihr einen Klaps auf den Po. Sei nicht so frech, komm. Er stand auf und nahm sie währenddessen auf seine Arme, um sie an den Tisch zu tragen. Wir essen etwas und lassen uns was Schönes für Montag einfallen. Nachdem er sie neben dem Stuhl abgesetzt hatte und sie selbst Platz nahm, um sich von ihm bedienen zu lassen, da sagte sie: Was wir morgen machen, das weiß ich jetzt schon. Den Zauber entfernt, der das Essen schützte, fragte er neugierig. Was? Wir bleiben einfach im Bett. Als er aufblickte, sah er sie verführerisch mit einem Auge zwinkern. Und was ist mit dem Frühstück? Du kannst es uns ans Bett zaubern. Er reichte ihr den Teller und erst da lief ihr das Wasser im Munde zusammen. Sirius, das ist... Dein Leibgericht, ich weiß. Dafür hast du dir eine Belohnung verdient. Die ich mir aussuchen darf? Fragte er keck. Erst einmal sehen. Sie warf ihm einen verspielten Blick zu. Ob mir davon auch nicht schlecht wird. Du Unverschämtes. Machte sie nach dem ersten Happen, womit sie ihn unterbrach. Beide saßen gemütlich und schmiedeten Pläne für Montag. Anne verstand, wie er sich fühlen musste, aber sie wollte so gern als Hutmacherin weiterarbeiten, wollte im gleichen Atemzug aber Sirius glücklich wissen, so dass sie nach einem Moment fragte. Sag mal, du hast mir nie erzählt, ob du irgendwelche Hobbys hast. Sein plötzliches Verstummen konnte ihrer Meinung nach nur bedeuten, dass er keine hatte. Woran hast du früher Gefallen gefunden? Wollte sie wissen. Mit früher meinst du vor meiner Zeit in Azkaban. Denn während dieser Zeit gab es nicht sehr viel, an dem ich mich erfreuen konnte.
Es war zu bemerken, dass sein Gemüt von einer Sekunde zur anderen umgeschlagen war. Denn er blickte starr auf seinen Teller und die Hand, die seine Gabel hielt, bewegte sich nicht mehr. Als wäre er selbst weit weg, begann er bedächtig zu erzählen. Ich fand Gefallen an dem blauen Himmel, wenn ich aus dem kleinen Loch gesehen habe, dass sich ein Fenster schimpfte. Übergangslos zeugte seine Stimme von einem Teil in Sirius, der sehr verletzlich schien und bisher nie ans Tageslicht gekommen war. Die Vögel, hauchte er weltvergessen. Seine Augen wanderten ziellos über den hübsch dekorierten Tisch. Ganz selten kam eine Möwe an die Fensteröffnung und dann wurde ich ganz still. Er hatte so leise gesprochen, als säße gerade ein solcher gefiederter Freund in seiner Nähe. Sie sollte nicht erschrecken, sollte bei mir bleiben. Erschüttert hörte Anne zu, doch gleichzeitig war sie auch so erleichtert, denn Sirius hatte noch nie über seine Zeit im Gefängnis gesprochen. In solchen Augenblicken habe ich die Vögel ganz genau betrachtet, sie um ihre Freiheit beneidet. Sie waren so lebendig, ganz anders als ich selbst. Um der Situation den Ernst zu nehmen, denn Sirius war ganz offensichtlich noch nicht bereit, frei heraus über seine Erlebnisse zu sprechen, fragte sie mit verhaltener Stimme. Ist mal ein Vogel in die Zelle geflogen? Ein seliges Lächeln verscheuchte seine gequälten Gesichtszüge und er nickte zurückhaltend, als dürfte er ihr davon eigentlich gar nichts erzählen. Ja, bestätigte er flüsternd. Und er war sogar noch da, als ein Dementor zu mir kam, um... Sorgenfalten formten ein Dreieck über seiner Nasenwurzel, als er sich daran erinnerte, wie die schwarzen, stinkenden Ungetüme ihn seines Glücks beraubt hatten. Der Dementor hatte den Vogel nicht ein einziges Mal angesehen. Ich konnte mir nicht erklären, warum. Das hat mich eine Weile beschäftigt. Mir war eine Idee gekommen und ich habe mich in Tatze verwandelt. Sie haben mich tatsächlich in Ruhe gelassen. Tiere waren für sie nicht interessant. Und dann... Seine Hände begannen zu zittern, sodass er die Gabel beiseite legte. Einige Tage nachdem jemand vom Ministerium bei mir gewesen war, da stand meine Tür offen. Er blickte sie mit großen Augen an. Einfach so, die ganze Nacht über, und ich wusste nicht, ob ich das nur träumen würde. Hab mich ein paar Stunden lang nicht getraut, nach vorn zu krauchen, um nachzusehen. Mit einer Hand umfasste Anne seine zitternde. Was hast du dann getan? Tatze, flüsterte er. Niemand wusste etwas von Tatze. Seine Augen begannen zu leuchten. Peter, James und er selbst hatten sich nie als Animagus registrieren lassen. Ich habe so gehofft, dass ein Hund außerhalb der Zellen den Dementoren genauso egal wäre wie ein Vogel. Sie lächelte zuversichtlich. So bist du entkommen. Es war nicht als Frage formuliert, denn es lag auf der Hand. Zustimmend nickte Sirius bestätigend. Bin als Tatze hinaus auf den Gang gelaufen. Da waren nur Türen. Kein Mensch war zu sehen, ab und zu Dementoren. Ich bin immer weiter nach unten gelaufen. Es waren eine Menge Stufen. Aber keiner hat mich beachtet. Aber in der Küche. Er musste kräftig schlucken. Ich dachte, jetzt hätte man mich erwischt. Da waren viele Männer gewesen und alle haben mich angestarrt. Den Kopf schüttelnd, als würde er selbst im Nachhinein sein Glück kaum fassen können, schilderte er. Sie haben nichts getan, nur geschaut mit ihren schwarzen Augen. Einer ist auf mich zugekommen. Der Mann war wirklich gruselig an. Seine kalte Miene, seine Augen. Nur langsam gewann er Abstand von der Erinnerung, sodass er aufgrund seiner eigenen Worte weniger ergriffen war. Seiner Frau die Hand drückend, erzählte er mit tränenverschleierten Augen, aber mit Freude im Gesicht, was danach vorgefallen war. Er hat einfach die Tür geöffnet und mich hinausgelassen. Und da stand ich plötzlich auf den Felsen an der tosenden Brandung. Von seiner Geschichte ganz gefesselt, fragte sie, wie bist du da weggekommen? Seine Antwort ließ sie stutzen, denn er murmelte. Ziel, Wille, Bedacht. Was? Er schaute ihr in die Augen, die aufkommenden Tränen waren längst wieder versiegt. Ich wusste nicht, ob ein Schutzzauber über der Insel lag und wie weit er reichen würde. Also bin ich als Tatz ins Meer gesprungen. Ich dachte, ich müsste sterben, so kalt war das.
Was war immer noch erträglicher als die Kälte, die von den Dementoren ausgeht. Die Insel war irgendwann weit weg, also habe ich mich zurückverwandelt. Dann dachte ich immer nur an das, was man mir in der Schule beigebracht hatte. Ziel, Wille, Bedacht. Ich bin appariert, aus dem Wasser heraus. Wo bist du gelandet? Wollte sie mit erstauntem Gesichtsausdruck wissen. Einmal schnaufend erwiderte er. Im Wasser. Ich konnte keine große Strecke hinter mich bringen. Aber ich hatte auch kein näheres Ziel vor Augen. Ein paar Mal wiederholte ich das, aber ohne das weite Meer. Meine Beine waren schon wie abgestorben. Ich habe mich gefragt, ob das wegen der eisigen Kälte so war oder ob ich sie beim Apparieren verloren hatte. Er zwang sich selbst zu guter Laune und schlug sich auf die Oberschenkel. Aber wie du siehst, ist alles noch da. Sie legte ihre Hand auf seine, die noch immer auf seinem Schenkel ruhte. Ja, alles noch da, bestätigte sie mit sanfter Stimme. Ohne Eile nahm sie ihn in den Arm. Er brauchte Trost. Mit tiefen Atemzügen brachte er seine aufgewühlten Gefühle unter Kontrolle, während er sich mit beiden Händen an sie klammerte, wie ein Ertrinkender an einen Rettungsring. Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.